Solo zusammen in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue Bladed Offset Haken vorstellen. Bladed bedeutet, die Haken verfügen am unteren Bereich über ein kugelgelagertes Spinnerblatt, welches einfach beim Angeln für einen zusätzlichen optischen Reiz im Wasser sowie auch für die Erzeugung von einer Druckwelle sorgt. Wenn man beispielsweise auch mit No-Action-Köder arbeitet, hat man einfach einen zusätzlichen Reiz, wenn man das möchte, sowie auch mit jedem anderen herkömmlichen Gummifisch. Erhältlich sind die Haken in der Hakengröße 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0, wobei der 1.0er ein Gewicht von 2 Gramm hat, ein zusätzliches beschwertes unten, der 2.0er von 2,5 Gramm, der 3.0er 3 Gramm und 4.0 4 Gramm. Das zusätzliche Gewicht ist einfach auch ideal für die Absinkphase und man kann beispielsweise je nach Angelmethode auf ein Cheburaska-Blei oder auf ein zusätzliches Vorschaltblei verzichten, wenn man nur mit 2 Gramm angeln möchte. Selbstverständlich kann man auch noch ein Gewicht vorschalten, je nach Bedingungen, ob man im Fluss angelt, bei Strömung oder im See. Zur Montage selbst des Köders, hier habe ich jetzt mal den 4.0er und einen Gummifisch mit 12 cm. Es wird einfach die Baitscrew, sprich die Spirale, welche noch zusätzlich vorne verbaut ist, im Köder eingeschraubt. Hier sieht man schon das Spiel, wie er der Köder einfach hat auf so einer Montage. Dann eignen sich für Offset-Haken ideal geschlitzte Köder mit einer weichen Gummimischung. Diese hier ist jetzt unten geschlitzt, da kann man unten jetzt den Haken auch theoretisch im Köder versenken. Sowie den oben angeln und die Spitze in den oberen Schlitz einführen, was einfach dafür sorgt, dass wenn man in Gebiete mit viel Kraut angelt, beispielsweise um die Hänger zu minimieren. Und der weiche Gummi brauchen wir hierzu, wie ihr bereits sehen könnt, um einfach die Bisse gewährleisten zu können und Fellbisse zu minimieren bei dieser Angelart. So, geliefert werden immer zwei Haken im Päckchen, erhältlich bei eurem Tackle Dealer. In diesem Sinne, probiert es mal aus und viel Erfolg am Wasser.